Ich will wissen, was sie gemacht hat und mit wem sie zusammen war. Iris hat sich nicht nur für einen anderen Mann entschieden. Mit dieser Schwangerschaft hat sie sich auch gegen euch entschieden. Hast du gehört? Sie nennt ihn schon Ecki. Ecki schwitzt zu Hause bei meiner Bioarbeit. Und wer kümmert sich um eure Wüstenpflanzen? Ich habe schon Albträume, was alles Schlimmes mit ihr passiert sein könnte. Ach komm, wenn jemand auf sich aufpassen kann, dann ist es Cleo. Aber wenn dieser Typ sie wieder geschnappt hat, warum lernt er denn nicht mal bei ihm? Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Oder traust du dich nicht? Wenn ich euch damit einen Gefallen tun kann. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich verstehe Cleo nicht. Ich verstehe sie einfach nicht. Jetzt knutscht sie wieder mit diesem Zuhälter rum. Bestimmt kein schöner Anblick für dich, ja? Ich bin gleich abgehauen. Du hast nicht mit ihr gesprochen? Nein, das hat auch keinen Zweck. Ich habe wirklich alles versucht. Tja, dann will sie es wohl nicht anders. Wahrscheinlich. Ja, und wenn dieser Louis sie gezwungen hat, wieder zu ihm zurück? Ach, so ein Blödsinn. Sie hing an ihm wie eine Klette. Die hat mit ihm geknutscht, als gäbe es keinen anderen Kerl auf der Welt. Aber warum macht sie denn erst so einen Aufstand, um von dem Kerl loszukommen, wenn sie dann doch wieder zu ihm zurückgeht? Um mich zu verarschen, natürlich. Sie wollte hier in der Pension abkassieren, alleine, ohne Zuhälter. Dumm gelaufen. Du meinst, Louis hat das mitgekriegt und jetzt läuft alles wieder wie gehabt? Klar. Cleo wollte doch gar nicht richtig aussteigen, sonst hätte sie es auch geschafft. Hat eben nicht jeder deine Willensstärke. Außerdem, du hattest Fiona. Und Cleo hatte mich. Oder nicht? Hm? Ich habe mir wirklich für sie den Arsch aufgerissen. Also, Traueranzeigen mit Umschlägen, 50 Stück, 140 Mark. Eichensarg, rustikal, Messing beschlagen. Wie viel? 6.800 plus Mehrwertsteuer. Nein, beim besten Willen, das ist nicht drin. Ja, das klingt besser. Schlichter Kiefernsarg. Hören Sie, stellen Sie mir doch die einzelnen Posten zusammen und wir reden noch mal darüber. Melden Sie sich? Ja, ich danke Ihnen. Wir nehmen es vom Lebendigen. Hast ja ein paar Mark runtergehandelt. Billiger Kiefernsarg tut's ja auch. Florian, Papa muss das doch regeln. Aber doch nicht so. Er feilscht herum wie ein Gebrauchtwagenhändler. Du weißt, dass wir sparen müssen. Und nicht bei Mamas Beerdigung. Es geht nicht anders. Eine Beerdigung ist wirklich teuer. Das war bei meinem Vater genauso. Der wurde aber auch nicht in der Bananenkiste beigesetzt. Sag mal, Mama hatte doch so eine Versicherung. Ja, eine Lebensversicherung. Ich konnte die Beiträge nicht abführen. Wovon? Wenn du es jetzt schnell nachholst, vielleicht zahlen sie dann doch? Nachzahlung? Gibt es nicht. Mama ist tot und ihr redet über Geld. Auch der Tod ist nicht umsonst, mein Junge. Ich muss jetzt los zum Steinmetz. Grabstein aussuchen. Holzkreuz wäre vielleicht billiger. Hi, Mama. Rat mal, was heute in der Schule passiert ist. So wie du strahlst, muss sie mindestens abgebrannt sein. Nee, leider nicht. Aber ich habe im Bio eine 3 gekriegt. Oh, eine 3? Immerhin, gratuliere. Es bleibt hoffentlich kein Einzelfall. Mit dieser Note werde ich jetzt in Serie gehen. Ich werde mit Eckart dieses blöde Bio-Projekt weiter durchziehen und es den dummen Gänsen in meiner Klasse mal so richtig zeigen. Dein Wort in Gottes Ohr. Ah, ist bestimmt Ecki. Ich gehe schon. Hi, Ecki. Toll, dass du kommst. Tag, Eckart. Tag, Frau von Sternig. Was ist? Sie ist heute überhaupt nicht gut drauf. Total im Stress. Ach, kenne ich. Meine Mutter arbeitet auch viel zu viel. Ja, besser, wir stören sie nicht. Außerdem muss ich ihr nachher noch helfen. Dauert bestimmt ein paar Stunden. Naja, ich meine,
Wie wär's, wenn wir später, wenn du hier fertig bist, bei mir arbeiten würden? Tja, darauf bin ich ja noch gar nicht gekommen. Wenn wir deine Mutter nicht stören? Nee, die freut sich bestimmt. Sie wollte dich sowieso schon kennenlernen. Ja, also dann komme ich gleich rüber. Hm, super, ich warte auf dich. Mama backt bestimmt was für uns. Tschüss. Nanu, wo ist er denn hin? Nach Hause. Wir arbeiten heute mal bei ihm. Wie? Und er kommt extra her, um dir das zu sagen? Tja, versteh einer die Männer. Mama und ein Kind von einem anderen. Ich weiß, es muss schwer für euch sein, das zu begreifen. Ich dachte, ich würde sie kennen, wüsste alles von ihr. Und das Schlimme ist, ich kann nicht mal mit ihr reden. Tja, ich wünschte, ich könnte mehr dazu sagen. Aber sie war doch bei dir. Sie muss doch was über den Mann gesagt haben. Nur, dass sie ihn auf dem Weg nach München kennengelernt hat. Im Zug. Und sonst nichts? Wenn ich nur wüsste, wer er ist. Was würde das ändern? Keine Ahnung, aber ich könnte es vielleicht besser verstehen. Tut mir leid. Ich kann dir da nicht helfen. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie wieder zu euch zurück wollte. Hat sie das gesagt? Mhm. Aber ist doch verrückt. Wie hat sie sich das vorgestellt? Naja, sie hat gehofft, Arno würde ihr verzeihen. Schließlich hat sie ja oft genug auch Verständnis für ihn gehabt. Und das Baby? Das wollte sie unbedingt behalten. Sie wollte zu uns zurück und das Baby behalten? Und der Vater des Kindes, war der damit einverstanden? Keine Ahnung. Wichtig war für mich nur, dass sie wieder zu euch zurück wollte. Alles andere hat mich nicht so interessiert. Wenn sie nicht gewesen wäre, wir wären bestimmt keine Freunde geworden. Stimmt. Dann hätte ich sicher nach einer Woche schon wieder meine Koffer gepackt. Oh Mann. Ich war damals ganz schön eklig zu dir. Kann man wohl sagen. Aber sie hat es immer wieder hingebogen. Sie hat alles immer wieder hingebogen. Ja. Mit jedem Problem konnte man zu ihr kommen. Mama hatte für alles Verständnis. Mhm. Und sie hat uns immer verteidigt. Wenn wieder irgendwas war und Arno sauer war. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das werden soll. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Fehlt mir so. Fehlt mir so sehr. Mir auch. Mir auch. Ich hätte nie. Ich hätte nie gedacht, dass es so verdammt wehtut. Und es ist so total sinnlos. Ich frage mich immer wieder, warum gerade sie. Warum müssen Menschen überhaupt sterben? Warum ist es irgendwann vorbei? Was würde sie jetzt wohl dazu sagen? Dich erst jetzt bei mir zu melden. Sophie. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Warum bist du denn nicht früher gekommen? Mann, ich hab gedacht, du wirst mit mir nichts mehr zu tun haben. Ja, klar. Deswegen laufe ich mir auch noch dir die Hacken ab. Ich hab mir so eine Sorgen gemacht. Als du dann heute Mittag da aufgetaucht bist, da wurde mir eines total klar. Du bist und bleibst der wichtigste Mensch in meinem Leben.
Ich hätte dich nicht rausschmeißen dürfen. Hätte ich doch auch getan. Ich hab doch wirklich Scheiße gebaut. Warum warst du bloß nicht ehrlich zu mir? Warum hast du mir nicht gesagt, was du da oben treibst? Hätte ich vielleicht sagen sollen, ich brauche jetzt ganz dringend Kohle und aus diesem Grund gehe ich jetzt wieder anschaffen. Und weil ich nicht weiß, wohin, dann mache ich es doch gleich hier in der Pension. Ja, ganz genau. Und das hättest du zugelassen? Nee, bestimmt nicht. Aber wir hätten eine andere Lösung gefunden. Mhm. Vielleicht. Oh Gott, ich bin so eine blöde Kuh. Ja, das bist du. Aber ich hab Kühe wahnsinnig gern. Wahnsinnig. Oh Mann. Den oder den? Kommt drauf an, was du vorhast. Ich mache einen kleinen Hausbesuch bei Ecki. Für den brauchst du dich doch nicht zu schminken. Was willst du überhaupt bei dem? Na ja, die aus meiner Klasse wollen eben wissen, wie es bei dem zu Hause so zugeht. Wieso denn das? Ja, die wollen halt ein bisschen ablästern. Und was hast du davon? Wenn ich denen ein paar Infos gebe, dann nehmen sie mich vielleicht wieder in ihre Clique auf. Na, dann drücke ich dir mal die Daumen. Ecki wird sich auf jeden Fall freuen. Klar, und er wird dafür sorgen, dass ich weiterhin gute Noten im Bio kassiere. Unter diesen Umständen würde sogar ich mich überwinden und in diese Assi-Wohnung gehen. Es wird hart werden, aber ich werde es überleben. Die Eltern sind bestimmt der totale Horror. Na, die sind bestimmt dreimal so fett wie Ecki. Wenn die alle drei in einer Wohnung sind, passt du bestimmt gar nicht mehr rein. Bin ja echt mal gespannt, was mich da erwartet. Du musst mich nachher unbedingt anrufen. Warum treffen wir uns nicht nachher im Off-Limits? Wie lange willst du denn bei denen bleiben? Na, ich werde da bestimmt nicht übernachten. Mann, auf Limits? Ja, selbst am Apparat. Psst, seid doch mal ein bisschen leiser. Kann ich vielleicht bei Ihnen Frau Brandner, Iris Brandner, erreichen? Frau Brandner? Ja, sie hat mir ihre Nummer gegeben und gemeint, naja, sie hat gesagt, wenn was ist, sie wissen immer, wo sie zu erreichen ist. Ja, also, dann wissen Sie noch gar nichts. Ist sie nicht mehr in Düsseldorf? Ich muss Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen. Sie ist ganz plötzlich gestorben. Hallo? Hallo? Sind Sie noch dran? No. Twister, gonna steal your soul away, my sister. It's sure I got a whole lot of time. Hallo Kathi, komm rein. Hi, Eckhart. Mutti, Kathi ist da. Du bist also Kathi. Herzlich willkommen. Tag, Frau Nietzsche. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, dich endlich mal kennenzulernen. Der Ecki bringt dir sonst nie Klassenkameraden oder Freunde mit. Dabei ist er so ein netter Junge. Ja, das ist er. Ecki ist wirklich ein Prachtjunge. Mutti, bitte. Ist doch wahr. Mein Ecki ist immer so bescheiden. So, aber bevor ihr beide an die Arbeit geht, gibt's erstmal eine kleine Stärkung. Oh nee, das muss echt nicht sein. Ich hab grad gegessen. Aber ich hab Streuselkuchen. Ein bisschen was geht doch immer. Ja, ich weiß nicht. Also Kuchen ist nicht so mein Ding. Mutti, Streuselkuchen ist einsame Spitze. Ja, das glaube ich ja. Aber ich hab wirklich keinen Hunger. Keine Widerrede. Der Appetit kommt beim Essen. Genau. Ja, und unsere Arbeit, ich kann nicht so lange bleiben. So viel Zeit muss sein. Ihr braucht doch erstmal eine vernünftige Grundlage. Gut, von mir aus. Aber nur ein Stück. Ja, ja. Wenn sie deinen Kuchen erst einmal probiert hat, wird sie nicht genug davon bekommen. Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Warum bist du zu Luis zurück? Also als erstes habe ich ja mal Dodo zu ihren Eltern zurückgebracht. Das wissen wir. Ja, und da wurde mir auf einmal klar, dass Luis nicht aufgeben wird. Zumindest nicht so schnell. Ich könnte hingehen, wo ich wollte. Er wird mir immer wieder folgen. Aber deswegen bist du dann lieber gleich freiwillig zu ihm zurückgegangen, oder wie? Ja, um dafür zu sorgen, dass er mich in Ruhe lässt. Ein für alle Mal. Dafür, dass er dich in Ruhe lassen soll, warst du aber sehr freundlich zu ihm. Ich musste ihn doch einlullen, sonst hat er doch was gemerkt. Das verstehe ich nicht. Ach, Mann, ich möchte Luis in den Knast bringen. Und dafür brauche ich nur mal einige Informationen, die ich nur in seiner Nähe kriegen kann. Was für Informationen? So Typen wie Luis haben immer Dreck am Stecken. Ja,
Im seinen Fall waren es eben ein paar Steuern, die er vergessen hat zu zahlen. Oder er bezieht Arbeitslosengeld, obwohl mindestens ein Dutzend Mädels für ihn anschaffen gehen. Du hast ihn angezeigt? Ich bin nur meiner Pflicht als brave Bürgerin nachgegangen. Anonym, versteht sich. Ideen hast du. Na, hoffentlich geht deine Rechnung auf. Ja, ich baue mal auf die Gründlichkeit der deutschen Behörde. Oh. Mein Taxi. Wo willst du jetzt hin? Erstmal zu meiner Schwester und dann mal weitersehen. Was willst du denn dann machen? Ich weiß noch nicht. Vielleicht Klavierunterricht geben. Na, wie auch immer. Halten Sie auf dem Laufenden, okay? Mhm. Ciao, Gero. Ciao. Oh, pass hier auf die Kleine auf, ja? Klar, mache ich. Du warst einfach die coolste Nummer hier. Du auch. Du bist echt ein Naturtalent. Nicht nur ein Keyboard. Ohne dich wird's ja ganz schön öde werden. Nur gut, dass ich auch für eine Weile abtauche. Was willst du denn machen? Ach, ich fahr für ein paar Wochen weg nach Hamburg, so ein Austauschprogramm mit unserem Kursus. Hamburg ist doch nicht schlecht. Halt die Ohren steif, ja? Komm, was stehen wir hier noch rum? Wir bringen schon mal die Taschen raus, ne? Es wird so einsam werden ohne dich hier. Vor allem ruhig. Das Geklimper wird mir fehlen. Nur das Geklimper? Nein, auch du, mein Kuh. Komm, ich was los. Viel Glück. Ecki hilft mir oft in der Küche. Sonst würde ich meine Arbeit kaum schaffen. Mutti arbeitet in der Wäscherei. Aber Kathi, sag doch was, wenn dein Teller leer ist. Nein, danke, ich bin wirklich satt. Na, obwohl, das Stück nehme ich gerne noch. Er ist zu gut. Habe ich selbst gebacken. Backt deine Mutter auch? Aber Mutti, Frau von Steineck ist doch eine bekannte Modeschöpferin. Ich kenne die Kleider von Kathis Mutter. Einige unserer Kundinnen tragen sie. Also ich finde die Sachen unheimlich schön. Nur, ich habe weder die Figur noch das Geld, um sie zu kaufen. Tag allerseits. Oh, wir haben Besuch. Ja, Nietzsche. Das ist Katharina von Starneck, eine Schulfreundin von Ecki. Ach, du bist Kathi. Ja, Ecki hat mir schon viel von dir erzählt. Ich darf doch noch du zu dir sagen. Ja, ja, natürlich. Ja. Ja, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Bist du auch so ein Fan von diesem grünen Zeug? Eigentlich nicht. Also Eckis Zimmer ist der reinste Urwald. Ja, meinetwegen. Solange er und sein Bruder sich deswegen nicht in die Haare kriegen. Ecki und sein Bruder teilen sich ein Zimmer. Noch ein Stückchen Kuchen? Danke, ich kann wirklich nicht mehr. Die jungen Leute von heute. Immer auf ihre gute Figur bedacht. Das nicht. Es schmeckt auch wirklich toll, aber Ecki und ich, wir wollten eigentlich lernen. Ach, dann mache ich euch jetzt mal den Wohnzimmertisch frei. In Eckis Dschungel ist es ja wohl ein bisschen zu eng für zwei. Nur keine Umstände. Nein, überhaupt nicht. Mache ich doch gerne. Ecki hat ja nicht jeden Tag Besuch. Okay, dann wollen wir mal rübergehen. Und später nehme ich auch gerne noch ein Stück. Sowas höre ich gerne. Na komm. Anzeigen. Blumenkranz. Hallo Papa, wie geht's dir? Hallo Jan. Danke, muss. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, danke. Essen. Ach so, bevor ich's vergesse. Julia kommt erst morgen vorbei und dann geht sie mit uns gleich direkt zum Friedhof. Ja, ja, natürlich. Sag mal, ehrlich gesagt halte ich's in unserer Wohnung momentan nicht aus. In der jetzigen Situation wäre ich lieber bei euch und da wollte ich fragen, ob ich nicht hier schlafen kann heute Nacht. Natürlich kannst du das. Hier ist doch dein Zuhause. Brauchst du nicht zu fragen. Danke. Erwartest du noch jemanden? Na, geh schon. Beileidstelegramme sicher. Guten Abend, Florian. Ich glaube, Sie haben dich an der Tür gehört. Ich kann
kann mich nicht erinnern, dass hier jemand eingeladen hat. Florian! Du bist sicher überrascht, mich hier zu sehen. Ja, allerdings. Der Tod deiner Frau, der Tod von Iris hat mich sehr getroffen. Es tut mir so leid für dich, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Nein, danke. Trotzdem, wenn ich was für dich tun kann. Vielen Dank, Clarissa, wirklich nicht. Entschuldige, ich bin unhöflich. Möchtest du einen Moment hereinkommen? Also die hat vielleicht Nerven, hier aufzutauchen. Was will sie denn? Sie will ihm ihr Beileid aussprechen. Oh. Eine Karte hätte es auch getan. Und, was gab's zu essen? Jede Menge Kuchen. Bestimmt Hundekuchen, oder? Nee, Streuselkuchen. Seine Mutter hat ihn gebacken. Gott, wie hast du das trockene Zeug bloß runtergekriegt? Also ich fand ihn eigentlich ganz... Ja, also, so schlecht war er gar nicht. Aber die Alten waren bestimmt der totale Heuler. Kurz vorm Platzen. Er in Jogginghose und Unterhemd und sie in Kittel. Quatsch! Seine Mutter ist zwar ein bisschen dicker, aber sein Alter, der ist eigentlich ganz normal. Oh, total normal, egal. Jetzt lass den Scheiß. Hey, was hast du denn auf einmal? Stehst du jetzt auf Prolls? Spinnst du? Es muss doch der totale Horror für dich gewesen sein. Ja, war's auch. Na also. Ich hab mich die ganze Zeit vollgequatscht. Ich bin ganz schön geschafft. Mehr war nicht? Mir hat's gereicht. Ich weiß, es hat in letzter Zeit viele Schwierigkeiten zwischen uns gegeben. Aber sollte so ein schrecklicher Anlass nicht Grund genug sein, diese Dinge hinter uns zu lassen? Ja, vielleicht. Iris hätte es sicher auch so gewollt. Das glaube ich auch. Schön, dass du das sagst. Obwohl, ich hätte es lieber von ihr persönlich gehört. Das ist jetzt wohl zu spät. Arno, ich würde morgen gern zur Beerdigung kommen. Ach, sag mal, du spinnt wohl. Ich habe nichts dagegen. Aber ich... Ja, dann will ich nicht länger stören. Bis morgen dann. Ich will nicht, dass sie zu Mamas Beerdigung kommt. Florian, jetzt nimm dich bitte zusammen. So wie du? Florian. Erst treibst du wegen ihr Mama aus dem Haus und jetzt? Jetzt darf sie noch auf ihrem Grab rumtrampeln? Ich weiß, wie schwer das alles für dich ist. Ja, und ich weiß jetzt, warum dir Mamas Tod so wenig ausmacht. Jetzt reicht es mir! Was Besseres hätte dir doch gar nicht passieren können. Auf den Moment hast du doch nur gewartet! Was für ein Moment. Darauf, dass du wieder mit Clarissa zusammen sein kannst.